Hallo und herzlich willkommen zur 12. Etappe des Giro d'Italia, einer relativ flachen Etappe, und laut dem Spiel sind heute die Sprinter die Favoriten fürs Rennen. Wir sehen aber, dass es einen schönen Hügel gibt kurz vorm Ziel. Somit kann sich das Ganze also auch noch verändern. Bevor wir ins Rennen starten, schauen wir uns wie immer die Favoriten an, aber bevor wir das machen, möchte ich noch die Ergebnisse von Etappe 8 nachtragen, denn die hat es aus irgendwelchen Gründen nicht auf YouTube geschafft. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt, ehrlich gesagt. Irgendwas muss da schief gelaufen sein. Also, das ist das Ergebnis von Etappe 8. Simon Yates hat diese gewonnen. Vor Landa, Dumoulin und Nibali. Unser bester Mann war bei dieser Etappe... Ja, bester Mann ist in diesem Fall sehr relativ als 99. Santa Romita. Wir konnten 16 Sprintpunkte holen. McLay war also in der Ausreißergruppe. Und Bergpunkte haben wir keine geholt, weil es ja nur diesen Bergpunkt am Ende gab. Genau. Ja. So sieht die Gesamtwertung aus. Ich weiß nicht, ob das der Stand von damals ist oder von jetzt. Keine Ahnung. Außerdem hat Danny McLay eine E-Mail geschrieben. Er überlegt, ob es nicht besser wäre, das Rennen aufzugeben, weil er immer noch krank ist. Das ist natürlich alles andere als gut. Kann man hier sehen, was er hat? Leider nein. Kann man das denn irgendwo sehen? Ich glaube, ich kann das nur im Hauptmenü sehen, ne? Hauptmenü. Kopfschmerzen. Naja gut, das geht ja eigentlich noch. Naja, schauen wir mal auf die Favoriten fürs heutige Rennen. Arnaud Demar ist einer der Favoriten, genauso wie Mark Cavendish. Matteo Trentin, Jakub Marečko, Sonny Colbrelli, Daniel McLay eben. Dann Davide Cimolai von FDG, Nicolo Bonifazio, Sascha Modolo, Mike Teunissen und Marco Haller. Wir sehen uns gleich im Rennen. Hallo, herzlich willkommen also zur 12. Etappe des Giro d'Italia, der Italien-Rundfahrt. Heute geht es von Osime nach Imola, 212 Kilometer, warten auf die Fahrer, und wir haben seit 3 Rennen keine Veränderung mehr in einem Wertungstrikot. Nibali führt in der Gesamtwertung, Santa Romita in der Bergwertung, Daniel McLay in der Sprintwertung, Miguel Angel Lopez führt weiterhin in der Nachwuchswertung, und wen haben wir noch zu guter Letzt? Das Team Sky führt in der Teamwertung, also auch da überhaupt keine Veränderung. Und heute mal eine weitere Attacke natürlich von unserem Team Austria Cars. Rafa Stui versucht sich hier gleich mal aus dem Staub zu machen. Heute ist also er derjenige, der mal für die Ausreißergruppe in Frage kommt und sich empfehlen soll. Mauritz Lammertink war der Erste, der heute versucht, vom Feld wegzufahren. Und es ist verständlich, dass der Niederländer hier mit aller Gewalt den Etappensieg möchte, denn was wir jetzt natürlich in all der Freude, in all dem Trubel, ob der Etappensiege von Santa Romita gar nicht behandelt haben, welches Thema, das ist natürlich, dass jedes Mal, sowohl bei Etappe 10 als auch bei Etappe 11, die Santa gewinnen konnte, jedes Mal wurde dieser Mauritz Lammertink Zweiter. Das muss verdammt bitter sein. Also auch für ihn wäre es natürlich ein großer Erfolg gewesen oder große Erfolge gewesen. Ich glaube nicht, dass er schon Grand Tour Etappensiege eingefahren hat. Ich glaube eher nicht. Und von daher wäre es auch für ihn mit Sicherheit ein großartiger Erfolg gewesen, sowas einzufahren, muss man einfach so sagen. So, aktuell immer noch sehr, sehr große Reaktionen im Feld anhand dieser Ausreißer. Ich verstehe nicht ganz warum, aber es ist so. Vorne sind zwei, das sind Lammertink und Fliegen, Loik Fliegen von der BMC-Mannschaft. Unsere Jungs sind auch noch mit dabei, also an sich sollte das heute eine relativ ruhige Etappe werden. Ich verstehe halt nur aktuell nicht, warum das Feld so extrem Tempo macht. Tolhoek, der hängt hier fast das ganze Feld ab, also es ist hier ein unglaublich hohes Tempo gerade. Und ich frage mich halt, warum? So. Vorne ist jetzt die Gruppe zusammengeschlossen. 7 Ausreißer sind's. Ist hier irgendwer in der Gesamtwertung extrem geil platziert oder so? Nö.
Warte mal, ich habe falsch geguckt. Nö, eigentlich. Eigentlich gar nicht. Der Beste ist Loic Fliegen, aber der hat auch fast eine Stunde Rückstand. Also auch das ist unwahrscheinlich, dass es daran liegt. Na, und so wie es aussieht, wird die Gruppe wohl gleich vom Feld geschluckt. Denn die machen hier richtig Tempo. Und Rafa Stui probiert es einfach nochmal. Der Tunesier will heute auf jeden Fall wegkommen. Und vielleicht ist es Lammertink, den man nicht wegkommen lassen möchte. Das könnte sein. Der hat natürlich einige Punkte in der Punktewertung schon geholt. Und heute gibt es ja nochmal ein paar. Aber ob es daran liegt, ich weiß es nicht. Jetzt scheint das Feld allerdings so ein bisschen damit klarzukommen, wenn die Gruppe wegkäme. Fliegen, Stui und Lammertink sind gerade vorne. Jetzt kommen Cosnefroid, Martinelli und Ballerini noch dazu. Und jetzt ist das Feld deutlich ruhiger. Also jetzt ist die Gruppe so, wie man sich das im Hauptfeld vorstellt. Sechs Fahrer mit dabei. Rafa Stui von unserem Team Austria Cars. Das sieht doch jetzt schon besser aus. Huch. Sehr schön. Wie sieht es hinten im Feld aus? McLay, Santa, wo seid ihr? Ja, alles okay. Gut platziert, das passt. Vorne sind jetzt sechs Ausreißer, das heißt, Sprintpunkte gäbe es für das Hauptfeld keine. Wie gesagt, auf Lammertink müssen wir ein bisschen Acht geben, wobei der auch, ja, mehr oder weniger Konkurrenz ist. 62 Punkte hat er, damit hat er schon noch einen ordentlichen Rückstand auf Daniel McLay. Und auch auf Santa Romita, der durch seine beiden Etappensiege auch weit nach vorne geklettert ist. In der Gesamtwertung. Vielleicht habt ihr es gesehen. Einige von euch haben, also ein paar von euch haben es gesehen. Ich habe gesehen, dass der liebe James Solaya oder Solia das Ganze geliked hat. Ich habe letztens einen Tweet gemacht, wo ich mal die Top 10 unserer teaminternen Austria Cars Rangliste nach dem Super Prestige Klassement ja, aufgeschrieben habe, sozusagen. Was mache ich denn hier eigentlich? Natürlich muss Bovin aufpassen, das ist ja, ne, und so. Und das haben einige von euch gesehen. Ich hab davon auch einen Screenshot gemacht und diesen auf Instagram hochgeladen. Und da hat der Herr Mohammed Hassan Al-Murawi, den ich ja als, ja, dem ich ja folge, und er folgt, glaube ich, auch mir mittlerweile, der hat da einfach mal drunter kommentiert, unter diesem Foto, und hat den lieben Herrn Al-Hamadi, den ihr auch alle bestens kennen solltet, markiert, weil er ja dort aufgelistet ist. Er ist ja, glaube ich, aktuell Zehnter. Gut, der Giro ist dann euch reingerechnet, glaube ich. Oder? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, es war bis Folge 91. Aber der Giro ist, glaube ich, nicht reingerechnet. Nee. Und hat dort den Herrn Al-Hamadi markiert, damit er das auch sieht. Keine Ahnung, ob die irgendwie eine Ahnung haben, warum ich diese Liste veröffentlicht habe. Keine Ahnung. Aber ich hoffe, sie werden es irgendwie verstehen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, gleich gibt es die erste Sprintwertung des Tages. 8 Punkte gibt es für den Sieger. Ja, ist jetzt an sich nicht so wichtig für uns. Aber wir nehmen es natürlich mal mit und gucken natürlich vor allen Dingen, dass wir nicht abgehängt werden. Denn das ist ja immer so das, was bei uns gerne mal Probleme gibt. Aber ich glaube, diesmal wird die Sprintwertung einfach mal so dahin genommen. Jo, so sieht's aus. Also Martinelli gewinnt kampflos diese Sprintwertung. Lammertink macht nochmal 6 Punkte. Ist damit auf 68 Punkte nach vorne gekommen. Aber alles, wie gesagt, im Bereich des Machbaren, im Bereich des Möglichen, da brauchen wir keine Angst haben im Moment. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig, wollte ich mal an dieser Stelle erzählen, dass da einfach ein Kommentar kam von Al-Murawi, der dann da seinen ehemaligen Teamkollegen, ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen in einem Team fahren. Al-Murawi ist ja momentan für die Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate aktiv. Könnte mir vorstellen, dass Al-Hamadi da auch drin fährt. Ich glaube, einen Profivertrag haben beide nicht. Ich glaube, einen Profivertrag hat allgemein kaum ein Fahrer aus den Emiraten, außer halt
der Herr Mirza, der bei UAE unter Vertrag ist. Eigentlich krass, ne? UAE könnte eigentlich solche Leute mal unter Vertrag nehmen, so ein Almoravi oder so. Einfach fürs Feeling, dass man mal so einen Fahrer im Team hat, der auch aus diesem Land kommt. Naja. Santa Rumita hat heute wieder eine ganz gute Tagesform. Von daher, ja, mal schauen. Vielleicht geht ja heute was im Finale. Ich denke nicht. Also, natürlich erwarte ich in Sachen Etappensieg gar nichts mehr. Ab jetzt ist die Zielsetzung klar. Wir werden natürlich jetzt nicht völlig aufhören, hier Rad zu fahren. Das ist ja ganz klar. Sonst würden wir Rafa Stuhi zum Beispiel nicht in die Ausreißergruppe schicken. Aber in allererster Linie ist natürlich das Ziel, die Punktewertung holen. Dann natürlich die Bergwertung zu holen. Und ja, wenn dann da noch ein Etappensieg irgendwie herausspringt auf dem Weg dorthin, dann nehmen wir den natürlich mit. Das ist ja ganz klar. Aber an sich sind das eben die beiden Ziele, die wir haben. Und drum finde ich es auch ein bisschen schwierig, dass Danny McLay jetzt halt so erkrankt ist. Ich meine, er hat in Anführungsstrichen nur Kopfschmerzen. Aber sowas kann halt auch reichen, um dann am Ende, ja, die Rundfahrt vielleicht nicht zu Ende fahren zu können. Ich meine, bislang hatte ich das noch nie im Pro Cycling Manager, dass ein Fahrer wegen irgendeiner Krankheit eine Rundfahrt nicht beenden konnte. Klar, wegen Stürzen, das gibt es hin und wieder mal, das ist nichts Neues. Aber wegen einer Krankheit, das hatte ich tatsächlich noch nie im Pro Cycling Manager. Und ich spiele das Spiel jetzt auch schon einige Jahre. Aber kann natürlich sein, dass sie es beim PCM 18 reingemacht haben als Neuerung. Blöd wäre es. Ich hoffe nicht, dass wir es austesten werden. Zumindest nicht bei diesem Giro. Und nicht mit McLay oder Santa. Das wäre sehr doof. So, letzten Meter bis zur nächsten Sprintwertung. Wieder wird Martinelli sich die Punkte holen. Zweiter Lammerting, dritter Rafa Stuhi. Also der Tunesier macht nochmal ein paar Punkte, wird auch ein paar Euro für unser Team damit verdient haben. Und jetzt sind wir 47 Kilometer vor dem Ziel. Der Vorsprung zum Hauptfeld beträgt etwas mehr als 2 Minuten. Und hinten wird so langsam aber sicher das Tempo erhöht. Das hier ist die Schlussstre die, ja, der Schluss sozusagen. Ich glaube, Imola, das müsste eigentlich diese Formel-1-Strecke sein. Ich bin mal gespannt, ob sie die irgendwie realistisch nachgebildet haben. Wir können ja gerade mal schauen. Nee, es sieht nicht so aus. Müsste aber eigentlich Imola. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die sind da auf dem Formel-1-Kurs gewesen. Beim echten Giro. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich möchte da jetzt auch nichts Falsches in die Welt streuen. Vielleicht war es auch nicht so. Falls es einer von euch weiß, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Oder jemand kann es googeln. So, Lammerting greift an. Maurits Lammerting, der Niederländer. Der versucht es jetzt, geht all in. Greift hier an. Und möchte hier seinen ersten Etappensieg einfahren. Davide Martinelli sofort am Hinterrad. Das ging schnell. Hier hinten das Feld. Rückstand sehr, sehr gering, also relativ gering. Martinelli und Lammerting werden gleich wieder eingeholt. Jetzt gibt es die nächste Attacke. Das ist Ballerini von der Androni-Ciocattoli-Mannschaft. Ballerini jetzt mit dem Angriff. Das wird schwierig für ihn. Gegen 5 Mann, die sich mehr oder weniger einig sind und ihm jetzt hinterherfahren werden. Aber momentan hält er ganz gut dagegen, der Italiener aus dem Zweitligateam. Und hinten ist das Tempo jetzt extrem hoch. Die wollen die Ausreißer einholen. Es gab schon länger, ja, schon wirklich länger nicht mehr eine Chance für die Sprinter. Heute könnte es eine geben und da will man sich natürlich nicht lumpen lassen. Ist ja auch irgendwo verständlich. Das wird jetzt wahrscheinlich der Tod sein von
Ali Ibrahim. Und es gab einen Sturz im Feld. Es gab einen Sturz im Hauptfeld. Und da können wir jetzt erstmal kurz reingucken. Pozzo Vivo ist gestürzt. Der 15. in der Gesamtwertung. Kudos. Ja, okay. Hat sich sonst noch jemand hingelegt? Bernal und Soler. Beide zu Fall gekommen. Die großen Konkurrenten von Lopez in Sachen Gesamtwertung. Martinez ist zurückgefallen. Konrad ist auch gestürzt. Wen haben wir noch hier drin? Latour, Genies, ja, okay. Mohoric, Rozon, Gonçalves. Also dann doch nicht die ganz großen Namen. Außer halt Pozzo Vivo und Meskech. Das wäre jemand, der heute durchaus Chancen gehabt hätte auf eine Top-Platzierung. Sosa ist zurückgefallen. Also er wurde mindestens aufgehalten. Einer der Mitfavoriten, Marco Haller, befindet sich ganz am Ende des Feldes. Aber das heißt natürlich nichts. Noch 13 Kilometer bis zur Spitze der Bergwertung. Und der Ausreißer Ballerini ist eingeholt. Jetzt kämpft hier die Gruppe wieder zusammen gegen das Hauptfeld. Und da ist jetzt hier richtig Feuer im Spiel. Igor Anton macht das Tempo für Dimension Data. Und Ballerini greift schon wieder an. Boah, der muss ganz schön Kraft haben, dass der da angreift. Gibbons gibt das Rennen auf. Schade. Wahrscheinlich hat er sich wehgetan bei dem Sturz. Gute, gute Besserung an dieser Stelle an den Südafrikaner. So, gleich geht's also diesen Anstieg hinauf. Ich hoffe, McLay wird das einigermaßen unbeschadet überstehen. Und jetzt versucht's mal Rafa Stui mit einer Attacke. Oh, wenn das mal nicht zu viel war. Rafa Stui probiert jetzt hier wegzukommen. Bislang klappt's ganz gut. Ich glaube, dass der Rest der Gruppe hier noch nicht Vollgas gibt. So, das Feld hat die Ausreißer jetzt schon mal geschluckt. Jetzt ist nur noch Rafa Stui vorne. Und der kämpft, der fightet, aber der wird das nicht schaffen. Zardini macht jetzt Tempo für die Mannschaft. Villa Triestina. Und natürlich damit für ihren Kapitän, für Jakub Marečko. Und da gibt es noch eine Attacke. Und das ist Primož Roglič, der jetzt angreift. Schade, Rafa Stui fällt zurück, ist eingeholt. Kann das Ganze ganz, ganz ruhig und locker zu Ende fahren. Hat hier also erstmal keine Chancen mehr. Jetzt Formulo nochmal mit einer Konterattacke. Da gehen wir mal hinterher. Aber ich glaube, ja, das wird nichts. Das wird hier einfach alles beisammen bleiben. McLay, der ist noch mit dabei. Muss jetzt aber natürlich nach vorne fahren. Das ist jetzt das Schwierige. Santa, der kann sich schon mal ein Hinterrad suchen. Bei ihm, ja, ich weiß, da geht es eigentlich um nicht wirklich was. Aber wir wollen natürlich schon versuchen, mit ihm auch ein paar Punkte zu holen in Sachen Sprintwertung. Roglic und Vuillermo, die beiden, die gerade ausgerissen sind, werden jetzt wieder eingeholt. Und jetzt kommt... Uff, da gab es einen Sturz. Guillaume Bovin ist gefallen, aber zum Glück Daniel McLay nicht. Der kam gerade so noch davon. Jetzt noch ein Sturz. Rafa Stui, der Arme. Stauf ist gestürzt. So, jetzt gibt es den Sprint um den Etappensieg. Ich habe natürlich viel zu spät Sprinten gedrückt bei beiden. Vorne sichert sich, oh, das wird ganz eng, Arnaud Demar den Sieg vor Marečko. McLay landet sehr, sehr weit hinten. Das ist natürlich alles andere als gut. 13. Platz von Daniel McLay. Das lief alles nicht so optimal. So, schauen wir mal hinter, wie geht's den Jungs? Stui kann wohl zu Ende fahren, auch Stauf und Simon sitzen wieder auf dem Rad, das ist die Hauptsache. Und dann gucken wir mal,
dass hier auch noch Andreas Schillinger ins Ziel kommt. Also Etappensieg Nummer 3 für den Franzosen, für Arnaud Demar, der heute richtig Punkte auf uns gut macht. So viel können wir schon mal sagen. Also, Arnaud Demar gewinnt vor Jakub Moreczko und Mark Cavendish. Vierter Sascha Modolo. Dann kommt Alvaro José Hodek, Fabio Fellini auf der 6, 7. Mike Teunissen, 8. Matteo Trenti, 9. Ivan Santarumita und 10. Marco Marcato. In der Gesamtwertung ändert sich, denke ich mal, gar nichts. Nibali führt weiterhin vor Landa und Yates, dann Dumoulin, Roglic, Fuglsang, Mollema, Thomas, Caruso und Vuillermo. In der Bergwertung ändert sich auch nichts. Ivan Santarumita führt weiterhin vor Harrison Pantano und Daniel Martinez. In der Punktewertung führt Daniel McLay weiterhin mit 97 Punkten vor Ivan Santarumita, der 82. Dritter ist Nibali mit 81 und vierter Arnaud Demar mit 76 Punkten. Also der hat heute mit Sicherheit einiges gut gemacht auf den Briten. In der Nachwuchswertung baut, weiß ich nicht, aber hat Miguel Ángel López das weiße Trikot nach wie vor an. Vor Egan Bernal und Matej Mohoric, also Marc Soler, hat da einen Platz eingebüßt heute. Und dann haben wir natürlich noch die Teamwertung. Und die führt weiterhin das Team Sky an. Also auch heute ändert sich nichts in den Wertungstrikots. Dritter Etappensieg für Arnaud Demar und das Team FDJ. Damit sind sie die Mannschaft mit den meisten Etappensiegen. Ja, zweiter in der Statistik ist das Team Austriacast, denn wir haben ja immerhin 2. Schade, schade, am Ende kein so guter Tag, kein wirklich erfolgreicher Tag. Santarumita wird 9., 13., also Daniel McLay. Hat er überhaupt Punkte geholt dann am Ende? Ja, 3 Stück immerhin noch. Naja. Immerhin. Thema hat natürlich ein bisschen was gut gemacht heute. Aber was willst du machen? Kannst halt auch nicht immer alles perfekt machen. Rafa Stui war heute ziemlich gut, fand ich. Auch wenn da am Ende die Kraft nicht ganz gereicht hat, war es eine ordentliche Leistung. War ja auch ein wirklich brutales Rennen. So, dann schauen wir uns noch die dritte Etappe der Norwegen-Rundfahrt an. Wo Caleb Ewan der Favorit ist. Ich glaube aber nicht, dass er gewinnt. Tut auch nicht. Ivan Garcia Cortina gewinnt vor Rodolfo Andres Torres und Esteban Chavez. Das sind die Top 3 dieser Etappe. Unser bester Mann ist Suo Jin Liu aus China. Er ist 18. und damit in der Gesamtwertung weiterhin vorne Chavez. 28. ist Liu. Sprintwertung führt Chavez an. Bergwertung führt Joachim Kjemhus an aus Norwegen. In der Nachwuchswertung für Domen Novak aus Slowenien und in der Teamwertung für das Bahrain Merida Team. So viel also zur Norway-Rundfahrt, die wir mal ganz gepflegt ignorieren aktuell. Das ist die nächste Etappe der Tour of California, die 6. von 7, also vorletzte Etappe dieses Rennens in Amerika oder in den USA besser gesagt. Valverde gewinnt diese Etappe vor Bob Jungels und Ben Swift. Wahnsinn, wie kommt der da auf Platz 3? Berhane mit einer ordentlichen Leistung in derselben Gruppe wie Christopher Froome kommt er ins Ziel. Und immerhin eine Gruppe vor Alaphilippe, das ist nicht schlecht. 13. Platz heute für Nathanael Berhane. Auch Al-Hamadi, wow. Al-Hamadi kommt vor Peter Sagan ins Ziel. Hier. Mohammed, da kannst du ihn mal verlinken. Das würde er gern sehen wahrscheinlich. Alex hier, 40. Also ordentliche Leistung heute von unserem Team. In der Gesamtwertung führt damit, Moment, hier haben wir es, Alejandro Valverde vor Chris Froome und Bob Jungels.
Unser bester Mann, das ist Berhane auf Platz 27, Alexis 42. und Alhamadi immerhin Platz 50 für den Mann aus den Emiraten. Valverde führt in der Sprintwertung, Ben Swift führt in der Bergwertung, verkehrte Welt. In der Nachwuchswertung führt Maximilian Schachmann ganz hauchdünn vor Sepp Kuss. Oder Sepp Kuss, je nachdem. Wo sind da unsere Leute? Ja, ein bisschen weiter hinten. Aber okay. So viel dazu, so weit, so gut. In der nächsten Folge geht es dann zur nächsten Sprinterkunft beim Giro d'Italia. Ich hoffe, ihr habt auch darauf wieder Bock. Wir sehen uns dort und dann ciao. Ne?